guten Tag. So wie viele von euch wissen, war ich ja vorgestern, also am 5.7. bei meinem Vorgespräch für den Klippen oder den kleinen Aufbau in Berlin am Elisabeth-Krankenhaus bei Künscher Bull und würde jetzt einfach kurz von meinen Erfahrungen erzählen. Zum Anfang fand ich es total witzig, weil ich bin halt dann zum Elisabeth-Krankenhaus gekommen und es sah irgendwie alles total hübsch aus. Es sind so verschiedene Häuser, die irgendwie rumstehen für die verschiedenen Abteilungen und Stationen. Und irgendwie war die Plastische irgendwo hinten ganz in der Ecke. Und da bin ich dann hingegangen und auf einmal sah irgendwie alles total komisch und strange aus und irgendwie so, als wäre ich schon wieder fast vom Gelände runter. So total Baustelle und irgendwie ein bisschen runtergekommen. Und dann war so, ah ja, da hinten geht's irgendwo zu Plastischen. Ich fand es irgendwie ein bisschen ironisch, dass die ganze Klinik, das ganze Krankenhaus total hübsch ist und irgendwie die plastische und ästhetische Chirurgie irgendwo in der Ecke, wo es irgendwie ein bisschen abgeranzt ist. Aber es lag auch nur daran, dass die da gerade irgendwie umbauen, aber das ist jetzt total egal, ich fand es irgendwie unterhaltsam. Anyways, ich hatte meinen Termin am Mittwoch um 2 Uhr und kam da halt in dieses Haus rein und war mir am Anfang nicht ganz sicher, ob ich richtig bin, weil da irgendwie nur was von Künscher stand und nicht, dass die ganze Abteilung da ist und deswegen war ich so, bin ich hier richtig? Oh no. Und ich war dann letztendlich auch richtig, weil dann stand auf einmal doch irgendwo Anmeldung, weil ich so, huch, Gott sei Dank. Und bin dann da reingegangen, habe halt gesagt, dass ich erst einen Vorgesprächstermin habe mit Dr. Bull. Sie wollte halt dann ganz normal meine Krankenkassenkarte haben, war mehr nicht, also ich brauchte auch keine Einweisung oder so und auch keine Überweisung. Ich bin dann noch mal ins Wartezimmer gegangen und war dann so, glaube ich, um 5 nach 2 oder um 10 nach 2 dran, also für irgendwie einen Arzttermin total wenig gewartet, was sehr chillig war. Ich wollte auch eigentlich das Gespräch aufnehmen, dass ich mich dann besser daran erinnere, aber irgendwie hat es dann nicht so funktioniert, Schrägstrich. Dann war auf einmal der Doktor da und ich hab's irgendwie nicht geschafft, auf diesen Aufnahmeknopf noch zu drücken, bevor das Gespräch losging. Da war ich so, genau, deswegen müsst ihr jetzt mit meiner Erinnerung Vorlieb nehmen. Und mit meinem Notizbuch, das mir bei meiner Erinnerung helfen wird, weil ich versucht habe, danach alles genau aufzuschreiben. Er hat mich dann also in sein Büro geführt und wollte erstmal, dass ich ihm kurz erzähle, warum ich hier bin und was ich dann schon für Schritte unternommen habe. Da meinte ich halt so eben, dass ich schon die Mastek hatte, dass ich die Hysterektomie wahrscheinlich im nächsten März oder April machen werde. Und ich halt jetzt da bin für ein Vorgespräch für den kleinen Aufbau. Und dann hat er eigentlich auch schon angefangen zu erzählen, so über den OP-Ablauf. Und dann sind wir auch in das Frage- und Antwortspiel übergegangen. Beim OP-Verfahren meinte er, dass die Harnröhre halt verlängert wird, in die Klit reingesetzt wird und das Ganze da zugenäht wird. Und dass in der gleichen OP auch die Scheide zugenäht wird, also die Kolpektomie gemacht wird. Auf meine Frage, ob man den Clitpen quasi an der Stelle lassen muss oder ob der nach oben versetzt werden kann, meinte er, dass man das eigentlich ohne Probleme so bis zu 4-5 cm nach oben setzen kann, weil es relativ beweglich ist anscheinend da unten dann und dass es eigentlich kein Problem darstellt, was mich ein bisschen verwirrt hat, weil ich ja alles irgendwie, was ich gelesen habe, war immer so, dass dieses irgendwie total ungern machen, weil eben Gefühlsverlust passieren kann, wo ich dann auch nachgefragt habe und er meinte dann auch so, die Gefahr zum Gefühlsverlust ist immer irgendwie gegeben, so bei jeder OP, aber dass es eigentlich nicht größer die Gefahr ist als sonst, weil die Nerven ja quasi von unten kommen und man da quasi nichts antatscht, sondern es nur verschiebt. So. Für mich als medizinischer Laie hörte sich das eigentlich ganz gut an, aber ich kenne mich auch nicht aus. Und eben, wenn man das so die paar Zentimeter nach oben versetzt, dann kann man eben auch die Optik von einem Mikropenis erreichen. Ich habe ihn auch dann halt noch nach Hoden gefragt und er meinte dann, Hodenimplantate kann man dann auch reinsetzen. Das benötigt allerdings eine zweite OP, weil wenn man irgendwas mit
Prothesen macht, dann sollte das immer eine eigene OP sein und man sollte dann nichts anderes dazu noch machen. Ich habe ihn dann auch gefragt, ob die Hoden dann freihängend wären oder nicht. Und er meinte dann, dass es auch darauf ankommt, was die Person quasi im Genitalbereich schon irgendwie mitbringt und wie viel Haut da vorhanden ist. Und dass man das dann theoretisch schauen müsste. Also ich war beim ganzen Vorgespräch angezogen, das heißt, es wurde noch nicht irgendwie ausgecheckt, was da bei mir Ausgangslage wäre, weil das jetzt bei dem Gespräch auch noch nicht wichtig war. Bei der Frage, ob man im Stehen pinkeln kann, meinte er, dass es theoretisch möglich ist, dass es aber halt auch immer drauf ankommt, wie die Wundheilung so ist, wie viele und ob es Komplikationen gibt. Er war so im Idealfall ja, aber es könnte natürlich auch anders sein. Er konnte mir leider auch keine Bilder zeigen, was für mich ein relativ großer Minuspunkt war. Er meinte zwar, dass die meisten zu ihm oder zu Künscher und ihm nur kommen für den großen Aufbau. Und als Vorstufe zum großen Aufbau machen die das optisch dann anders, also dann setzen die den Clitprint quasi flacher ein. Und deswegen kommt es optisch nicht an das ran, was ich haben möchte, dass sie die OP zwar machen, aber er mir jetzt keine Bilder zeigen kann, weil es halt sehr selten ist, dass sie die OP machen. Was natürlich ein bisschen schade war, weil wenn ich mir überlege, die OP da zu machen, dann hätte ich das am Ende natürlich auch gern ästhetisch. Bei den Komplikationen meinte er, dass halt das Übliche sein kann, wie Infektionen, Wundheilstörungen, Fisteln und eine Harnröhrenverengung. Da ich ja in Berlin wohne und auch wenn man anderorts wohnt, kann man für die Komplikationsnachsorge, für die Komplikationsbehandlung dann einfach wieder ins Krankenhaus kommen und dass die Nachsorge theoretisch auch im Krankenhaus machen, man aber auch sich dafür entscheiden kann, dass man die Nachsorge irgendwie beim Urologen oder beim Hausarzt macht. Da ich ungefähr eine halbe Stunde Fahrt zu Künscher habe, wo ich derzeit wohne, würde ich glaube ich da einfach dahin fahren, weil die sind ja irgendwie die Fachmänner. Ich habe ihn dann noch gefragt, wie lange man im Krankenhaus wäre und wie lange man einen Katheter hat. Und er meinte, wenn alles gut geht, dann ist man 2 Wochen im Krankenhaus und hat auch ungefähr genauso lange einen Katheter, weil durch den Katheter ja quasi das Ganze noch irgendwie trocken ist da unten und das dann irgendwie besser verheilt. Ich kann mir das zwar nicht angenehm vorstellen, da 2 Wochen Katheter drin zu haben, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich bei allen Operateuren ungefähr genauso lang. Also ist überall genauso unangenehm. Haha. Was mich total fasziniert hat, ist aber, dass man Sport schon nach 4 Wochen wieder machen kann. Ich war irgendwie total überrascht, dass man bei der Mastek 6 Wochen keinen Sport machen sollte und auch dann langsam wieder einsteigen sollte und man irgendwie nach einer Operation, die irgendwie größer und krasser ist, dann nach 4 Wochen schon wieder Sport machen darf. Und er auch meinte, dass davor theoretisch auch schon alles möglich wäre, was halt so den Bereich nicht irgendwie beansprucht. Das heißt, er meinte auch, ich könnte davor schon wieder Bauchmuskeltraining machen oder irgendwas halt mit meinen Armen oder so. Dass es nur irgendwie schwierig ist, wenn ich die ganze Zeit rumlaufen will, weil das dann da unten halt auch reibt und so weiter und das dann irgendwie der Heilung nicht dienlich ist. Die perfekte Gelegenheit, an meinem Handstand zu arbeiten und dann einfach auf den Händen zu gehen. Haha! Oder auch nicht. Ich habe ihn dann auch noch gefragt, ob man die Kolbektomie mitmachen muss, also quasi, ob die Scheide zugenäht werden muss oder ob das Ganze auch offen bleiben kann. Da war ich mir eben noch unsicher. Und er meinte dann, dass die OP auch ohne Kolpektomie möglich ist. Und wenn man die Kolpektomie nicht mitmacht, dann müsste man theoretisch auch die Hysterektomie davor nicht machen. Und wenn ich mich dafür entscheiden würde, die Kolpektomie nicht zu machen und sie dann irgendwann später doch haben wollte, dann kann die auch nachgeholt werden. Testo kann man anscheinend auch ganz normal weiternehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Bull meinte, es gibt keinerlei Studien, die irgendwie belegen, dass es hilfreich ist, wenn man Testo absetzt oder so. Ich habe ihn dann halt auch noch gefragt, ob man sich irgendwie vorbereiten kann darauf. Und da hat er mich ein bisschen verwirrt angeschaut, meinte nur so, ja, man sollte nicht rauchen, keine Blutverdünner nehmen, das ist das Übliche. Und wenn es dann wirklich zur OP rangeht, dann sollte ich halt meinen Intimbereich rasiert haben. Aber
mehr eigentlich nicht. Unterlagen, die ich einreichen soll, wären zum einen die Gutachten für die vorgenommenen Personenstandsänderungen mit Beschluss. Da habe ich dann explizit nachgefragt, ob man das machen muss, weil ja eigentlich der medizinische Bereich unabhängig vom rechtlichen Bereich sein sollte. Und er meinte einfach, dass sein Chef das gerne hat, so als zusätzliche Absicherung, dass aber auch ohne die Gutachten operiert wird. Das heißt, wenn jetzt irgendeine Person die Vornamenspersonenstandsänderung noch nicht gemacht hat, dann ist es auch kein Ausschlussgrund für die OP. Dann wollen sie natürlich noch die Kostenübernahme haben, einen aktuellen HIV-Test, einen aktuellen Hepatitis B und Hepatitis C-Test und die OP-Berichte von den Voroperationen. Die OP dauert ungefähr 2 Stunden und weil er meinte, dass man so eine kurze OP auch einfach gut mal irgendwie zwischenschieben kann, ist die Wartezeit höchstens 3 Monate. Das weitere Vorgehen, wenn ich jetzt tatsächlich bei Künchabull den Klitpin machen wollen würde, wäre jetzt, dass ich die ganzen Unterlagen, die sie eben brauchen, einsammle, mir dann nochmal einen Termin machen lasse und die Unterlagen dann da mitnehme und wir das Ganze dann nochmal durchsprechen und wie die OP dann wirklich ablaufen soll und mir dann auch einen Termin für die OP zu machen. Am Ende des Vorgesprächs hat er mich dann einfach auch interessehalber noch gefragt, warum der große Aufbau denn für mich keine Option wäre. Und darauf meinte ich halt einfach nur, dass mir das zu viele OPs sind und irgendwie zu viele Risiken und dass da noch zu viel schief gehen kann und ich deswegen das gerade für mich einfach nicht will. Ach ja, und die Wartezeit auf mein Vorgespräch hat ungefähr 2 Monate gedauert. Betragen. Also ich habe, glaube ich, am 3. Mai, also irgendwann Anfang Mai auf jeden Fall angerufen für ein Vorgespräch und hatte dann eben am 5. Juli das Vorgespräch, was mich sehr gewundert hat, dass das so eine richtig lange Zeit war. Die Frau am Telefon hat es auch gewundert, dass die schon im Juli sind, aber vielleicht war da einfach gerade ein großer Ansturm, ich weiß es nicht. Mein persönliches weiteres Vorgehen, ganz unabhängig jetzt von Künscher und Bull, ist, dass ich mir halt jetzt weiter Gedanken mache, ob ich die Operation will und natürlich auch noch zu Lidl nach Bogenhausen und nach Bassum zu Dr. Marmabar gehe, um da Vorgespräche zu machen, weil ich gemerkt habe, dass das Vorgespräch jetzt schon für mich richtig wichtig und sinnvoll war, einfach um irgendwie komische Fehlinformationen berichtigt zu kriegen. Und deswegen die anderen Vorgespräche sicher da auch nochmal hilfreich sind. Dann bin ich ja sowieso weg im Ausland und kann irgendwie relativ lange überlegen, was ich denn gerne hätte. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder euch irgendwas noch brennend interessiert zum Thema Klitten, vor allem bei Künchabull, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare, weil vielleicht hat er dazu was gesagt und ich habe es jetzt einfach nur vergessen, irgendwie ins Video mit aufzunehmen. Ich beantworte gerne noch irgendwelche Fragen. Ich habe auch noch vor, dem guten Bull noch eine Mail zu schreiben, weil mich zum Beispiel auch noch interessieren würde, aus was denn die neue Harnröhre dann besteht, quasi woraus die geformt wird und noch so 1-2 andere Fragen, die ich vergessen habe zu fragen. Das heißt, wenn ihr noch Fragen habt, dann kommentiert die einfach. Wenn ich die nicht beantworten kann, schreibe ich die einfach mit in die Mail und würde dann vielleicht noch ein extra Video draus machen. Mein schlaues Buch sagt, das war's für heute. Wie gesagt, wenn euch noch was gefehlt hat, dann schreibt es in die Kommentare oder sonst schreibt gerne irgendwas in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal gerne und wir sehen uns beim nächsten Mal.